Hi meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und zu mir gefunden habt. Oder eher gesagt zu meinem Kanal oder zu meinem Video oder was auch immer. Heute soll es um die Jahresfavoriten gehen. Ich weiß, es ist jetzt eigentlich schon ein bisschen spät dafür, weil wir haben jetzt mittlerweile, ich glaube schon den 9. Moment. Wir haben den 9., ja. Und ist eigentlich ein bisschen spät dafür, aber ich habe mir gedacht, die Jahresfavoriten, die haben sich bei mir ein ganzes Jahr nicht geändert. Warum sollten sie sich also jetzt sofort ändern? Also totaler Quatsch. Also kann ich es auch jetzt machen und ich freue mich darauf, weil ich werde euch wirklich nur Produkte zeigen, die ich seit einem Jahr benutze. Nicht Produkte, die ich jetzt irgendwie neu entdeckt habe oder die ich, wo ich gemerkt habe, dass sie mir gut gefallen, sondern einfach Produkte, die ich wirklich schon seit einem Jahr benutze oder schon länger und mir immer wieder kaufe und werde euch dann auch den Grund nennen und natürlich auch ein paar Flops zeigen. Und ja, wenn ihr Lust habt auf das Video, dann bleibt einfach dran und beginnen werden wir mit den Haaren. So, bei den Haaren ist natürlich ganz wichtig, jeder muss das finden, was für ihn richtig ist. Ich habe jetzt blondes Haar, von Natur aus so aschiges Haar, so wie meine Augenbrauen und hier oben der Ansatz. Und ich habe für mich einfach eine Pflege gefunden. Ich komme irgendwie immer wieder darauf zurück. Ich meine, ich wechsle das auch mal, ich probiere auch mal was Neues aus, aber irgendwie komme ich immer darauf zurück. Und deswegen zeige ich euch das jetzt einfach mal. Und zwar sind das, ist das diese tolle Pflegeserie hier von Dove. Repair Therapie. Oh, ich weiß es nicht, ich kaufe die glaube ich jetzt schon seitdem es die gibt in dieser Form. Und irgendwie komme ich wirklich immer wieder darauf zurück. Ich für mich finde einfach, dass diese Kombination perfekt ist für mich. Ich tue mir erst das Shampoo rein, lasse lange einwirken, spüle es aus, tue dann die Spülung rein und lasse die wirklich 5 Minuten einwirken. Und ja, spüle sie dann aus und ich finde einfach, das ist das perfekte Ergebnis für mich. Dazu muss ich sagen, nach dem Duschen benutze ich dann noch diese Glisskur. Hair Repair, die finde ich riecht super, trotz meiner Schwangerschaft, ich liebe das in den Haaren, es ist, hat einen ganz, ganz tollen Duft und wer das kennt, das ist dieses rosane, schimmernde Permut, der weiß, wie das riecht einfach total spitze und das müsst ihr euch unbedingt mal nachkaufen, für alle, die es noch nicht entdeckt haben, ja, also ich zeige jetzt erstmal die Top-Produkte. Nach dem Duschen gehe ich dann weiter und sprühe mir danach das Trend It Up Balea beschützendes Spray rein. 200 Grad Hitzeschutz. Tue ich mir an die Längen, tue ich mir in die Haare und ich habe immer eigentlich bis jetzt noch keine schlechten Erfahrungen damit gemacht. Und jetzt kommt das Allerwichtigste davon, überhaupt von dieser ganzen Sache mit den Haaren, Haarspray. Da kann man riesengroße Fehler mitmachen. Hört sich blöd an, aber es ist wirklich so. Ich habe es wirklich jetzt ein paar Mal schon getestet und ich bin wirklich davon überzeugt, dass es an dem Haarspray liegt. Ich habe mal eine Zeit lang dieses Balea Haarwachs, nee nicht Haarwachs, Haarlack probiert. Dann andere Haarsprays, starke. Es war alles ein totaler Flop. Ich komme immer wieder auf dieses Sayers zurück. Es ist egal, welche Farbe ihr nehmt, aber nehmt das einfach. Weil es ist zwar, es ist stark, aber es ist nicht zu stark und es lässt sich auch am Abend einfach irgendwie so ein bisschen rauswurschteln und es macht eure Haare nicht total kaputt. Ihr müsst sie nicht jeden Tag dann waschen und ja, es ist einfach ein total angenehmes Gefühl. Wenn ihr einfach eure Haare ein bisschen auffrischen wollt, nehmt ihr einfach das hier. Das ist jetzt nicht so, dass ich nicht dusche, aber meine Haare werden dadurch gesünder, wenn man die nicht jeden Tag wäscht. Es reicht, alle 3 Tage sie zu waschen, es sei denn, ihr habt total fettige Haare. Dann ist das natürlich total eklig, aber ich habe das nicht. Und ja, dann ist es einfach eine gute Kombi, das auszu... ja, ich weiß nicht. Ich mache immer den ersten Tag, mache ich glatte Haare. Den zweiten Tag meistens auch noch und den dritten Tag stecke ich sie mir dann hoch und dann wasche ich sie. Und das ist eigentlich eine super Lösung und ihr müsst unbedingt mal dieses Haarspray ausprobieren, wenn ihr auch so Probleme habt, damit eure Haare abfallen oder abreißen oder so. Das ist nicht schön und deswegen benutzt das hier. Das sind alles Produkte unter 5 Euro, unter 4 Euro sogar. Und die könnt ihr so ergattern und müsst dabei kein schlechtes Gefühl. So, meine Lieben, beginnen tun wir im Gesicht.
Was ich zur Pflege allgemein sagen kann, was wirklich super ist, ist das hier. Das ist DB Balea Soft and Clear Reinigungstücher. Die benutze ich jetzt bestimmt schon, ja, seitdem es die halt gibt. Die haben mal die Verpackung geändert und ich benutze die irgendwie immer für unreine Haut. Ich habe zwar jetzt nicht so unreine Haut, aber auch nicht so rein, dass ich jetzt sage, uah. Aber die benutze ich immer. Ein Tuch am Tag, also zum Abschminken halt. Danach trage ich mir erstmal diese Bodylotion auf im Gesicht, diese Garnier Body Intensiv 7 Tage. Die ist auf meinem zweiten Platz, der erste Platz belegt, die Balea Lotion. Die habe ich euch schon mal im Video gezeigt, die ist jetzt leider leer, deswegen kann ich euch die nicht zeigen. Mit so einem Orangeöl irgendwas, das ist total super. Also das ist mein erster Platz und das hier ist mein zweiter Platz. Die benutze ich jetzt, weil die ist fast leer. Ist nicht mehr viel drin. Und die mache ich jetzt erstmal leer und buche mir dann die andere nochmal. Benutze ich im Gesicht und Körper. Ein super Produkt. Und wenn ich das aufgetragen habe auf mein Gesicht, benutze ich ganz wichtig dieses Balea Make Fat. Das benutze ich schon seitdem ich in der Pubertät bin. Zwar gibt es auch von Aldi so ein Make Fat, aber ja, seitdem ich das bei Balea entdeckt habe, benutze ich es halt davon. Das ist so eine gelbe Paste. Und das ist halt sehr fetthaltig. Ist bestimmt nichts für fettende Haut, aber für trockene Haut sicherlich. Das tue ich mir wirklich ganz dick und auch hier unter den Augen, damit ich bloß keine Fältchen bekomme. Ja, und dann gehe ich schlafen, glänzt dann wie ein Marmorkuchenpferd. Und jo. Naja, und dann zum Thema Flop im Gesicht. Oder was ich nicht so gerne benutze, was zwar okay ist, aber ich würde jetzt nicht sagen, ein Riesenflop, ist hier diese Florena mattierende Tagespflege. Ich mag dieses mattierende Gefühl eigentlich nicht. Riechen tut sie ganz angenehm und wer dieses mattierende Aussehen nachher mag, der, für den ist das vielleicht was, für mich nicht. Ich mag gerne diesen Glow und ich finde, es nimmt so ein bisschen irgendwie das fettende Gefühl auf der Haut, was eigentlich gesund ist und naja, deswegen mag ich es nicht so gerne. Dann kommen wir zum Deo. Da habe ich drei Stück, die ich dieses Jahr sehr gerne benutzt habe, und zwar diese drei. Mein erster Platz in Bezug auf die Schwangerschaft jetzt ist das hier, das Hydrofugal. Ich finde zwar nicht, dass es wie in der Werbung vor Schweiß total schützt, ja. Also man schwitzt trotzdem, aber halt nicht so dolle wie sonst. Und, aber es ist einfach angenehm, weil der Geruch einfach neutral ist. Und einfach sehr, wirklich sehr, sehr, ja, puderig riecht. Und sehr puderig riecht nämlich auch das hier. Und das ist das Dusch, das Traumland, das riecht so schön. Einfach sehr ja, leicht und ja, das mag ich sehr gerne. Schützt aber auch nicht so sehr vor Schweiß, aber ist okay. Und das hier benutze ich einfach für den Duft, das Impuls. Sinnlich Vanilla Kiss, das kennt bestimmt jeder. Naja. Na, da bist du ja immer noch, das freut mich. Also, ja, du bist gemeint. Also, fangen wir mal an mit dem Gesicht. Ein absolutes Top für mich überhaupt ist diese Catrice Foundation. Diese Foto finde ich, die ich mal irgendwann in einem Video von jemand anders, wurde ich mal angefixt und habe mir die nachgekauft. Die ist so spitz und die ist mittlerweile schon leer. Und was toll ist, man kann es rausdrehen und einfach so aufs Gesicht tun. Und ja, ist einfach ein klasse Produkt. Ist zwar ein Glasflakon, sieht aber dadurch auch hochwertiger aus, finde ich. Und ja, das ist die 040 Sunbeige. Ja. So, dann rüber kommt dann bei mir immer dieses Mineral Powder, was leider, ich habe es seit 4 Jahren, ich habe mir so viele Refills davon geholt, aber es gibt es einfach nicht mehr auf dem Markt und deswegen ist das mein allerletzter Rest noch und wie ihr seht, ist da schon gar nichts mehr drin und es ist sehr schade, dass es das nicht mehr gibt. Das sah so aus und hinten so und ich werde es vermissen, wenn es nicht mehr da ist. So, dann mein nächstes, das sieht schon ganz schön abgeranzt aus. Das ist dieser Manhattan Bronzer. Den gab es mal in der LA im Sommer vorigen Jahres, glaube ich. Ich kann ihn euch mal swatchen. Swatchen. Das ist der hier. Ich mag den ganz, ganz dolle viel. Und ja, zum Konturieren ist der irgendwie total toll. Und ja. Für mich ist auch irgendwie das Verhältnis von Glitzer und Braun richtig und die Farbe ist auch genau richtig. Naja, gibt es halt auch nicht mehr, war ja eine LE. Und dann habe ich noch einen Manhattan Highlighter Puder, was ich auch im Moment sehr oft benutze.
Man kann sich halt aussuchen, ob man etwas im silbrigen Bereich oder im goldenen Bereich, im Rosé-Ton hinein highlighten möchte. Und ich habe es auch heute drauf. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ich weiß gar nicht, ob es noch gibt. Von den Händen ist es auf jeden Fall. So, dann kommen wir zu den Augen. Und da ist mein absoluter Favorit die I Love Extreme, wie von so vielen von uns. Und naja, das benutze ich unten runter. Gefällt mir irgendwie auch total gut. Das ist die Essence Get Big. Und die zwei in Kombination, erst die, dann die, Spitzenergebnis, wie ich finde. Heute habe ich es nicht so schön gemacht, aber wenn ich mir Mühe gebe, werden die danach echt toll. Dann ein absoluter Favorit von mir. Das sage ich jetzt die ganze Zeit, ein absoluter Favorit. Das sind alles einfach tolle Produkte. Ist der Mission Summer Look LE P2 Stift in der Farbe 030 Türkis Deluxe. Den werde ich euch auch mal eben swatchen. Eine so, so, so tolle Farbe. Ich hoffe, ihr seht das, weil ich sehe mich ja, wie gesagt, im Bildschirm nicht. Ich hoffe, dass ihr das dann seht. Dann dieser hier von der Catrice. Vom Catrice Standard Sortiment. Aber es, glaube ich, gibt es nicht mehr. Cool Kajal. In so einem schönen Blau. Trage ich ganz, ganz, ganz oft unten. Unter der Wasserlinie auch heute. Dann der schwarze von P2. Von P2, die kann man sowieso irgendwie empfehlen. Guck mal, der ist sehr, sehr kräftig und, naja, gut, lange halten auf der Wasserlinie, das ist eine Sache. Und der weiße davon, den habe ich auch. Auch ein Favorit von mir. Und dann kommen wir noch zu zwei Glitzerstiften. Einmal hier den von der Soul Sister LE von Essence. Den mag ich auch ganz, ganz viel gerne. Den habe ich meistens über den blauen getragen. Und alleine sieht er halt so aus. Und dann noch einen Glitter Mascara Top Coat von Essence. Den trage ich halt auch ganz gerne über einem von denen. Oder halt auch alleine, sieht auch gut aus. Wenn man ein bisschen auffallen möchte. Ja, und dann kommen wir zu den Lippen. Da habe ich mir jetzt mal nur einen Favorit rausgepickt, weil der sieht auch ziemlich eklig aus und ziemlich abgesmotcht. Einfach weil der so weich ist, glaube ich, weil das ist echt ein bisschen zu weich schon. Aber die Farbe gefällt mir halt einfach sehr, sehr gut. Hier ist er jetzt mal gesmotcht. Ich will schon sagen, sieht er auch gesmotcht aus. Geswatcht. Ist so ein schöner, leichter Ton. Trage ich auch heute auf die Lippen. Und das ist die 030 Grease. Das ist zwar jetzt aus dem neuen Sortiment, aber den müsst ihr euch vorstellen, weil das ist ja fast leer. So, oh. Dann bin ich wieder mit dem heiß begehrten Lipgloss von P2. Your White Side LA. Aber den gibt es nicht mehr und der ist so, so toll. Ich zeige euch das mal eben. Ich glaube, hier kommt der jetzt wahrscheinlich gar nicht so zur Geltung. Aber das sieht so toll aus. Ich wurde so oft angesprochen, was ich auf den Lippen trage. Wenn ich den einfach über den ursprünglichen Lippenstift aufgetragen habe, sieht wirklich ganz, ganz toll aus und ich liebe den einfach. Swatch den euch trotzdem mal hier eben. Dann könnt ihr das nochmal besser sehen. Weil der hat kein Glitzerpartikel. Der hat so einen schönen Schimmer. Jetzt habe ich mich hier voll gematscht. Und dadurch sieht er halt einfach total toll aus. Und naja, gibt es leider nicht mehr. So, das waren meine Favoriten dieses Jahr. Ich hoffe, euch das Video gefallen. Hiermit grüße ich auch die liebe Jen Jen. Und ich weiß, vielleicht nervt es euch schon ein bisschen, weil letztes Mal habe ich sie ja auch gegrüßt. Aber sie hat mir versprochen, auch ein Favoritenvideo zu drehen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei ihrem Video vorbeischaut oder ich verlinke das einfach mal unten. Und jo, also ganz, ganz liebe Grüße an dich. Und natürlich auch an alle anderen lieben Abonnenten, die neu dazu gekommen sind. Und auch an meine lieben treuen Abonnenten, die mir schon so lange zuschauen. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bye, bye, meine Lieben.